Moin, moin, werte Zuschauer, die Anna hier mit einem kleinen, aber feinen Video zum kommenden Playlink-Thriller Hidden Agenda. Ich bin heute hier, um euch zu erzählen, was es mit dem interaktiven Detektivspiel um die Jagd auf einen Serienkiller auf sich hat, wie es sich spielt und was ihr dazu benötigt. Letzteres ist ziemlich simpel, denn Hidden Agenda steuert ihr als Teil der Playlink-Reihe über euer Smartphone oder Tablet. Einfach das Spiel auf eurer PS4 installieren, die App aus eurem App Store runterladen und losstarten. Ein paar allgemeine Informationen vorweg vielleicht, Hidden Agenda wurde von Supermassive Games entwickelt. Die sind auch für Until Dawn verantwortlich, wissen also schon mal, wie man eine spannende Story erzählt. Ihr könnt es alleine im Story-Modus oder mit bis zu 6 Leuten im kompetitiven Modus spielen. Dabei schlüpft ihr einmal in die Rolle der jungen Polizistin Becky Marnie, die gegen den sogenannten Trapper einen fiesen Serienkiller ermittelt, und ihr spielt Felicity Graves, eine ambitionierte Staatsanwältin, die dem Fall hinzugezogen wird. Stimmt für eine Entscheidung, indem ihr euren Zeiger in das Feld bewegt. Die Mechaniken sind simpel und auch für Nicht-Gamer leicht verständlich. Es funktioniert quasi wie ein interaktiver Film. Die Story schreitet voran und an bestimmten Punkten müssen Entscheidungen getroffen werden, manchmal auch ziemlich schwerwiegende. Außerdem müsst ihr versteckte Hinweise finden, Räume durchsuchen oder euren Charakter mit einer Art Quicktime-Event vor bestimmten Situationen bewahren, bevor die Zeit abläuft. Wenn ihr kurz überlegen wollt, kann das Spiel einfach pausiert werden oder ihr schaut euer Logbuch durch, um eure Erinnerungen aufzufrischen. Der eigentliche Clou von Hidden Agenda liegt aber im kompetitiven Modus. Die storylenkenden Entscheidungen werden hier nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. Das heißt, wenn von 5 Leuten 3 für die softe Variante und 2 für die harte Tour stimmen, ist klar, wo die Reise hingeht. Solltet ihr das verhindern wollen, habt ihr sogenannte Übernahmekarten zur Verfügung. Zum Start des Spiels zwar nur eine, aber ihr könnt sie euch durch gute Detektivarbeit und schnelles Auslösen der Quicktime-Events dazu verdienen. Setzt ihr sie ein, wird die Entscheidung zu euren Gunsten ausfallen. Warum sollte ich das tun, fragt ihr euch? Nun, da kommen wir auch gleich zum namensgebenden Kniff des Spiels. Spielt ihr das Ding nämlich im kompetitiven Modus, bekommt ihr ab und zu Geheimaufträge, also Hidden Agendas, zugespielt, die ihr unbemerkt erfüllen müsst. Schafft ihr es, eure Konkurrenz an der Nase herumzuführen, bekommt ihr dafür 100 Punkte. Werdet ihr jedoch entlarvt, bekommen alle, die richtig liegen, 50 Punkte. Das funktioniert übrigens auch, wenn ihr nur zu zweit seid. Es kann nämlich sein, dass niemand einen Geheimauftrag erhält. Dessen könnt ihr euch aber nicht sicher sein und somit am Ende, wenn die Situation aufgelöst wird, trotzdem falsch liegen. Außerdem ist es von Vorteil, eure Mitspieler zumindest ein bisschen besser zu kennen. Ab und zu müsst ihr nämlich in einer Art Vertrauensvotum eine Person bestimmen, auf die die gesuchte Eigenschaft am besten zutrifft. Zum Beispiel die Person, die in kritischen Situationen am ruhigsten bleibt. Die gewählte Person muss dann irgendwann im Spiel für alle anderen die Verantwortung übernehmen. Das gilt allerdings nur für Durchläufe mit mehr als 2 Spielern. Gewonnen habt ihr am Ende nicht nur, wenn die Story durchgespielt wurde, sondern wenn ihr die meisten Punkte für besonders gerissenes Verhalten und wachsame Adleraugen eingesackt habt. Klingt alles gar nicht so verkehrt? Dann freut euch auf den 22. November. Dann erscheint Hidden Agenda hier in Deutschland für eure PS4. Die App gibt es sogar jetzt schon zum Download in eurem Android oder Apple Store. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder den Kanal abonnieren für mehr schicke Videos von uns. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Fälle lösen.